Tanjas Personalausweis läuft in Kürze ab. Da für deutsche Staatsangehörige nach Vollendung des 16. Lebensjahres eine Ausweispflicht besteht, muss Tanja einen Termin in einem Bürgerbüro ihres Wohnortes vereinbaren. Tanja muss zur Beantragung ihres neuen Personalausweises persönlich vorsprechen. Daher besucht sie die Homepage der Stadt Karlsruhe unter karlsruhe.de/bürgerdienste und bucht sich dort online einen Termin. Im Anschluss erhält sie ihre Terminbestätigung mit Wartenummer per E-Mail. Zum Termin muss Tanja ihren alten Personalausweis oder Reisepass mitbringen. Außerdem benötigt sie ein aktuelles biometrisches Lichtbild. Tanja erscheint schon etwas früher im Bürgerbüro. Sie meldet sich zunächst am Login-Terminal zu ihrem Termin an. Kurz darauf wird sie mit ihrer Wartenummer aufgerufen. Die Sachbearbeiterin Frau Schmidt informiert Tanja, dass sie für die Zustellung ihres neuen Personalausweises auch den Fahrradkurier in Anspruch nehmen kann. Dieser liefert ihr den Ausweis gegen eine Gebühr von 5 Euro direkt nach Hause. Tanja nimmt diesen Service gern in Anspruch, da dadurch keine weitere Vorsprache im Bürgerbüro notwendig wird. Wie lange der Personalausweis gültig ist und welche Gebühren anfallen, hängt vom Alter der antragstellenden Person ab. Ab 24 Jahren ist der Personalausweis 10 Jahre gültig und kostet 37 Euro. Unter 24 Jahren beträgt die Gültigkeitsdauer 6 Jahre und die Gebühren belaufen sich auf 22,80 Euro. Da Tanja kürzlich 24 Jahre alt geworden ist, ist ihr neuer Personalausweis also 10 Jahre lang gültig und kostet 37 Euro. Im Anschluss an ihrem Termin begleicht Tanja an einem der zur Verfügung stehenden Kassenautomaten die anfallenden Gebühren für ihren Personalausweis und die Zustellung per Fahrradkurier. Dies ist sowohl im Bar als auch mit EC-Karte möglich. Nach einer Bearbeitungszeit von 3 bis 6 Wochen bekommt Tanja einen PIN- und PUC-Brief von der Bundesdruckerei. Das bedeutet, dass ihr neuer Personalausweis dort fertiggestellt wurde. Beim Termin hat Tanja ein Kärtchen bekommen, das sie nun zurück ans Bürgerbüro schickt. Nun weiß der Fahrradkurier, dass die Zustellung in die Wege geleitet werden kann. Hätte sich Tanja nicht für den Fahrradkurier entschieden, müsste sie nun den Ausweis im Bürgerbüro selbst abholen. In manchen Bürgerbüros ist dafür eine Terminvereinbarung nötig. Viele weitere Informationen finden Sie unter karlsruhe.de/bürgerdienste oder telefonisch unter der Behördennummer 115.